Hallo und damit seid grüßt mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem kleinen Notfallvideo. Ja, jetzt während der Dezembertage, wo ich täglich am Adventskalender produzieren bin auf meinem Zweitkanal, kommt ja jetzt täglich ein neues Adventskalender natürlich noch online, wo ich meinen Adventskalender auspacke. Erklärt sich von selbst. Und ja, weil es gerade quasi bei mir vierspurig läuft, was deutlich zu viel ist, was ich auch merke, habe ich es jetzt nicht ganz geschafft, habe ich es jetzt und kriege es auch nicht mehr hin, das Video für heute vorzuproduzieren. Für den 8.12. müsste das jetzt sein, für das jetzt das Video hier kommt. Ein kleines Notfallvideo, weil ich werde auch gleich noch ein bisschen Zelda aufnehmen und ein bisschen Mario. Da muss ich noch so ein bisschen, was damit nicht alles ausfallen muss. Aber ich häng ein bisschen hinterher und muss jetzt dieses Notfall-Video aufnehmen, kurz vor knapp, damit noch irgendwas kommt. Ich will ja dann nicht, dass es ausfällt. Ist auch ganz spannend, nämlich wir sind hier in 2G Edit Among Us. Ja, ich wollte euch heute mal zeigen, wie ich hier. Ich habe die letzte Zeit mal wieder. Das ist eine Zeit, in der ich hätte aufnehmen sollen. Habe ich mal ein bisschen Spaß dabei gehabt, hier ein bisschen Among Us zu modden. Habe ich mal hier ein bisschen. Ihr seht das schon beim Logo, da habe ich so ein bisschen in der Schrift 2G Edit reingeschrieben. Jetzt zeige ich euch mal, was ich alles gemoddet habe. Ich zeige euch jetzt nicht, wie ich es gemacht habe. Es würde ein bisschen zu lange dauern. Und es zu erklären kriege ich auch nicht hin. Aber heute zeige ich euch mal, was ich jetzt hier alles in den Maps hier gefixt habe. Ich habe aus dem Spiel, aus den Spieldateien die Grafiken, die Texturen exportiert und habe dann die in Photoshop umgeändert und dann das Ergebnis seht ihr jetzt hier zum Beispiel, wenn ich hier drauf klicke, sehen wir schon in der Lobby, da habe ich ein bisschen rum, das erste seht ihr auch hier schon im Kopf, ich benutze das Kupfer hier auf dem Kopf, da habe ich halt bei den Heads auch so ein bisschen, hier sehen wir halt, ich gehe gleich nochmal alles durch, hier haben wir die Krone, da habe ich ein bisschen die Krone bearbeitet und hier ein paar Spielereferenzen und ein paar Eigenwerbungssachen ins Spiel verpackt. Das ist nur bei mir lokal. Das heißt, nur wenn ich mit anderen Leuten spiele, sehe nur ich das. Oder dann auch die diese Datei. Und da gibt es eine einzige Datei, die ganz umständlich, also ja, so umständlich ist nicht, wenn man weiß, wie es geht, dann ist es gar nicht so umständlich. Aber auf meinem Rechner liegt eine Datei, die man eigentlich dann nur noch in die Among Us Daten reinpacken muss und ersetzen muss, und dann hat man halt dort die ganzen Texturen hier überschrieben. Habe ich mit Photoshop so ein bisschen die Logos reingepackt. Ich habe mal das bilaterale Logo, ich habe mal meine Fresse, meine Visage hier, also mein Logo, ein Pixel-Avatar. Und hier haben wir eine Anspielung, ein Tribut von Panem schon im Startbildschirm. Hier ist das Capitol-Logo, ein Tribut von Panem. So, achso, ja, hier kann ich euch nochmal zeigen, die ganzen Heads, die ich hier habe, die ich bearbeitet habe. Einmal gibt es hier das Messer, was ich ein bisschen blutig gemacht habe, weil ich noch ein bisschen Blut dran geschmiert. Und wenn er dann umkippt, dann fliegt das Messer auch zur Seite, dann ist dann noch ein bisschen mehr Blut zu sehen. Muss man halt immer mehrfach animieren. Ich mache mal gerade weiß, meine Standardfarbe. So, schon mal, was ich noch gemacht habe. Wo ich mich noch drum herum gewurstelt. Hier die Krone, wie gesagt, habe ich ein paar noch Bienen, Smaragd und Saphir so ein bisschen. Wie so ein paar Kristalle reingesetzt. So wie das Klopapier habe ich schmutzig gemacht. Das ist so ein bisschen mein Pipi-Kaka-Humor. Ein bisschen die Klopapierrolle. Benutzt das Klopapier auf den Kopf. Sehen dann halt die anderen nicht, das sehe nur ich, das ist das Lustige. Und in meiner Aufnahme ist es zu sehen. Das ist dann, wenn wir noch SAS draufstehen, statt DAM. Den DUM drauf normalerweise, da habe ich SAS drauf geschrieben. Das habe ich ein bisschen abgeguckt.
Ja, das, da habe ich ja, habe ich so ein bisschen angepasst hier meine, wie bei mir in der, im echten Leben in der Mütze. Ich habe ja auch so einen so Hut, kein Zylinder, ein bisschen flacher. Pornkbein nennt sich der Hut. Da habe ich oben so zwei Nadeln zur Deko reingesteckt und das habe ich auch hier mal rein, ich mal personalisiert. Zasszettel habt ihr schon gesehen. So, was habe ich noch? Hier. Das sieht bei mir ganz toll aus. Da ist es ist beim im Original so ein Dreieck drauf mit einem gelben Ausrufzeichen. Ich habe da einfach mal ein bisschen eine Sowjetunion-Logo auf die Russenmütze draufgesetzt. Jo, so ist das. So, meine Krone wieder zurück. Und um das mal zu zeigen, das geht auch im Public. Also das geht dann halt, wenn ich jetzt hier mal irgendwo ein joine, dann ist das halt hier. Die anderen sehen es halt nicht, die anderen sehen halt. Gut, das ist nur für mich. Das ist halt, geht halt nur local, weil ich halt das in meiner, ich habe es auf meinem PC überschrieben, die Dateien. Um das für die zu erklären, die das damit sich gar nicht auskennen, man muss da halt erstmal, also ich verändere auf meinem PC die Dateien, also das sind, das Spiel bezieht sich auf Dateien, die auf meinem PC liegen. Das nimmt die Texturen aus einem Ordner mit Bildern, die auf meinem Rechner liegen, und die Bilder auf in dem Ordner, der Ordner ist nicht so weit versteckt, also ich kann es euch noch mal zeigen, wie man zu dem Ordner kommt, das kann ich nachher noch mal machen, ist nicht so schwer. Und da liegen dann die Dateien drunter, die musst du noch ändern mit Photoshop, musst du noch wissen, wie das verpackst und wie das reinpackst, und also wenn man es, gibt es Tutorials auf YouTube, so schwer ist es nicht. Jetzt bin ich mal gelieft, um euch das hier zu zeigen. Ja, hier habe ich schon im Skill, habe ich ein bisschen rumgepfuscht. Hat jemand auf den Boden gekotzt. Das ist ja widerlich. Und da liegen ein bisschen, da stehen ein paar Flaschen. Ich hätte auch eine hinlegen können, das wäre noch lustiger gewesen. Das sind Wodkaflaschen aus, wie ist das Spiel, da kommen aus Fallout. Das ist eine Fallout-Anspielung, drei kleine Fallout-Wodka-Flaschen. Hat jemand, nachdem er Fallout-Flaschen getrunken hat, hingereiert. Nicht aufgewischt. Da steht Drückebecher in der Ecke. Sehr schön. Und hier hat jemand ein paar Teilplakate hingeklebt an der Wand. Und hier steht ein FCK Elb-Sticker auf dem Tisch geklebt. Was ich eigentlich mal als Merch verwenden wollte, aber ja, leider mir als Merch nicht zugelassen wurde. So, ich muss hier mal ein paar Tasks aktivieren. Ich mache hier mal alle Tasks, mache hier jetzt mal ganz bunt hier. So, jetzt sieht es ja ganz gut aus auf der Karte. Was heißt bunt? Jetzt auch was Neues, was ich gemacht habe. Ich habe mir hier ein paar Vents, ich habe mir alle Vents hier eingeblendet. Das sieht man auch hier oben, da steht dann über dem Vent. Ich mir so ein bisschen auf die Karte die Events eingezeichnet, damit man als Imposter dann weiß, wo man hin muss, und auch als Kummel weiß, wo die Imposter rauskommen, dass man da ein bisschen aufpasst. Hier wird ein bisschen was überdeckt. So, und wo fange ich euch was an zu zeigen? Hier die Card Swipe Task, die wird euch zeigen. Da habe ich gleich auch ein bisschen was Tolles bearbeitet. Hier haben wir hier einerseits hier mal einmal Mach hin und drauf stehen, wenn du hier beim K2 Faken bist. Das ist halt ein bisschen. Und das ist die ZW42-3000. Das ist die Maschine hier. Und dann haben wir hier eine schöne bearbeitete Karte hier zum Swipen. Steht so ein bisschen was Tolles über mich drauf. Und dann haben wir hier noch den Parteiausweis, der natürlich auch noch am Portemonnaie drin ist. Den man natürlich dabei hat. Das kennt man, das ist, da habe ich nichts verändert. Aber unten rechts sieht da vielleicht schon ein bisschen was. Da ich ein bisschen was verändert. Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the higher. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Da habe ich mich auch gerade verschluckt. Fast in dem Wort. The Chamber of Secrets. Kleine Anspielung an, ihr wisst schon was. Fly in your forest. Herr der Ringe-Anspielung, ganz fantastisch. Hier habe ich nix. Aber wird jetzt spannend, wird es auf der linken Seite. Ist ein bisschen was gemacht. Und
Download habe ich auch nicht geändert, dann müssen wir jetzt nicht zu Ende machen. Jetzt gibt es noch was, da habe ich hingeschrieben. Somebody packed leaves in here. Ich bin so ein bisschen stolz, kann man so sagen. Ich bin so ein bisschen stolz heute. Jetzt darauf, ich zeige euch heute meinen Stolz hier. So ein bisschen. Bei den Kometen hast du, glaube ich, nichts gemacht. Nee, nichts editiert. Vorsichtig, nicht durch die Kotze laufen. Bin ein bisschen stolz darauf, dass ich Technik genug das hingekriegt habe. Das zu machen. Hey, Droggel. Das Plakat ist übrigens, da steht, glaube ich, drauf, das sieht man hier nicht so deutlich, weil es zu klein geworden ist. Da steht Inhalte überwinden. Das ist das Inhalte überwinden Plakat von der Partei. Hier haben wir ein Medbay, haben wir Beware, Imposters in. Pass auf, hier kommen Imposters rein, weil ich hier öfter schon getötet wurde. Da steht Henry Stickman auf dem Bett. Jo. Nö, hier nix. Scan ist auch nichts gemacht worden. Hier habe ich mich verewigt auf der Wand. Zwei Gibbers hier. Den Hinweis, dass dort zum Stalking rumgeht. Da kann man dann auch nicht stalken. Ich habe mich auf dem Bildschirm so ein bisschen flackerndes NSA-Logo draufgepackt. NSA. Dich um. Und ihr macht deinen Task, so sagt, nicht den anderen nachspionieren. Schön. Schön, schön. Hier müssen wir vorsichtig sein, um nach Electric Kill zu gehen. Ist dann halt hier, steht hier Danger, vorsichtig. Todeszone. Und hier steht noch Run, renn was du kannst, damit hier nicht getötet wirst. Momentan sind wir hier alleine. Jetzt habe ich ein bisschen Klick, Klack, Klonk hingeschrieben statt 1, 2, 3. Das macht auch Klick, Klack, Klonk, wenn man es dann hinkriegt. So. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Habe ich zumindest noch nichts geändert. Vielleicht kommt da irgendwann noch mal was dazu. Wenn ich Spaß und Lust habe. Hier haben wir eine Anspielung an Goodbye Deponia. Haben wir so ein bisschen Elysium-Sticker auf der Box. Die Kisten müssen nach Elysium verfrachtet werden. Goodbye Deponia-Anspielung. Joa, war es das jetzt schon für die? Ich glaube, das war's für diese Map. Da wurde die Kammer des Schreckens geöffnet. Vorsichtig. Der Basilisk streift umher. Hier kann ich noch was zeigen. Hier habe ich natürlich. Hier habe ich das Pad noch bearbeitet. Das ist das B-Pad. Banana Pad. Und hier habe ich den freundlichen West Don't Sass Alas. Das ist jetzt hier kein anderen Verdächtiger. Deshalb wollte ich mich auch selbst. So. Sehr schön. Ansonsten, ja, die Map habt ihr schon gesehen. Gucken wir uns mal Polos an. Und nee, wir gucken mal kurz in Mira rein. Da habe ich nicht sehr viel geändert, das geht schnell. Mira. Ja, da gibt es nicht viel. Ich habe Mira. Mira mag ich nicht so sehr, das ist nicht so mein Lieblings-Map. Da gibt es nur eine Sache, die ich geändert habe. Ne, kann man nicht sehen, muss ich erstmal freischalten. Muss ich erstmal ändern. So, das ist Storage. Da kann man Waterplants anmachen. Das ist das Einzige, was ich hier gemacht habe, so ein kleines. Mit deiner Anspielung, Gloom Days. Wimmelbildspiel, muss die Flasche finden, in die Wasserkanne. Ja, so sieht's aus. Viel mehr ist es nicht, außer hier die Map, da habe ich wieder die Vents reingepackt. Ja, das war es eigentlich für Mira. Und den Polos habe ich natürlich auch wieder ein bisschen was verändert. Dann war hier natürlich ein kleines Werbeplakat für Death and Taxes stehen. Wundervolles Indie-Game. Hat jemand ein Death and Taxes Plakat aufgehängt. So.
schaue mich um. Und da mal ein bisschen Parteiwerbung an der Wand. Zum Specimen. Im Halbdunkeln. Muss sein. Ich mal einen Task machen, da haben wir nichts dran geändert. So. Wo haben wir hier noch was geändert? Also am meisten habe ich in das Geld geändert. Hier in Prunus ein bisschen weniger. Also am meisten habe ich mich auf das Geld konzentriert. Das da gemoddet wurde. So, sehen wir hier noch irgendwas? Ne, da habe ich nichts. Hier bei Electric habe ich noch ein bisschen was. Hier, da ist noch das hier. Da steht du verdammter Stalker noch an dem anderen Ding dran. Nicht macht den Tasks, sondern macht den du verdammter Stalker nicht. Und wenn wir hier reingehen, sehen wir hier nochmal. Das ist natürlich auch der Warteraum, der dann auch hier zum Ausgang führt. Ja, damit habe ich glaube ich alles gezeigt, was ich verändert habe, was ich gemoddet habe. Ich hatte großartig viel Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video, wie ich es euch gezeigt habe. Und es war ein halbwegs angemessener Ersatz. Gut, na dann. Ich zeige euch nochmal, wie man die Dateien findet und dann, ja. Dann soll es das auch gewesen sein. Das Video war, glaube ich, lang genug für heute. So, das mit dem Dateienfinden geht nämlich auch viel leichter, als man denkt. Ist nämlich hier schon bei Steam möglich. Man geht einfach hier auf Verwalten. Also erstmal hier auf das kleine Rad, das Zahnrad, dann geht man auf Verwalten und dann geht man hier Lokaldateien durchsuchen, dann wird es hier einem schon aufgezeigt, dann hat man hier die Dateien. Geht man jetzt zu Among Us Datas, Datas und hier die Shared Assets. Eigentlich hier das Ganze, hier das Shared Assets. Das Ganze kannst du bearbeiten. Ich habe das unten hier bearbeitet. Als neueste hier. Habe ich mir ein Programm runtergeladen, da musst du es nur noch öffnen, da musst du die Dateien auswählen, die du bearbeiten willst. Da gibt es ein Tutorial auf YouTube, könnt ihr euch einfach angucken. Einfach mal nach Texturen in Among Us bearbeiten. Tutorial suchen uns, da gibt es also. Ich kann euch nochmal das Tutorial in der Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr euch nochmal selbst das Tutorial angucken und so schwer ist es nicht. Ich kann euch auch mal noch die, wenn ich es nochmal finde, kann ich euch nochmal das Programm verlinken, das ihr euch dazu runterladen müsst. Ist alles, wenn man sich das Tutorial angeschaut hat, wenn selbst so ein Idiot wie ich versteht, so ein Technik-Noob, es ist halt, ja, ist alles machbar. Hier haben wir noch ein paar Screenshots von dem Stand, wie hier. Dann kann ich hier mal ein bisschen angucken. Wahrscheinlich nicht. Hier habe ich ein bisschen was versaut. Da habe ich ein bisschen gescreenshottet. Also ein bisschen, ja. Ich habe auch Fehler gemacht. Das habt ihr heute gesehen hier. Das ist ja, ich habe hier ein bisschen Demonstrations-Screenshots. Ja, so sah es zwischendurch auch aus. Da war ein anderes Logo dran. Ja. Hübsch. Na dann. Hier haben wir schon das Ankündigung. Bald, das soll im Dezember kommen, die neue Map von Among Us. Da gibt es eine neue Map von Among Us, da freue ich mich tierisch drauf. Ja gut, für dieses Video erstmal, danke, dass ihr euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Habt dann noch einen angenehmen fürstlichen Tag und wir sehen uns morgen wieder bei einem anderen Video. Bei vielen anderen Videos. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.